So, hallo Leute, willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Sami und ich zeige euch heute, wie man Oversize-T-Shirts kombiniert. Ich habe mir 4 T-Shirts ausgesucht, 4 Outfits. Einmal mit Druck, einmal ohne Druck, einmal weiß, einmal schwarz. Und da zeige ich euch gleich, was man alles mit Oversize-T-Shirts machen kann und in welchen Kombinationen Oversize-T-Shirts auch am coolsten aussehen. Kommen wir zu dem ersten T-Shirt. Das erste T-Shirt ist ein Weekday, ist ein weißes Oversize-Tee. Ist relativ schlicht. Mit Drop Shoulders, also ich finde Weekday zurzeit macht sowieso für einen guten Preis, 25 Euro, kriegt man eigentlich auch eine gute Qualität und ein nices T-Shirt, was echt einen guten Fit hat, was ich gerade anhabe, ist auch von Weekday. Ich trage zurzeit hauptsächlich die weißen Tees von Weekday. Ich habe davor immer die T-Shirts von Urban Classics gekauft, aber zurzeit trage ich hauptsächlich die von Weekday. In dem Outfit habe ich das Weekday-T-Shirt mit einer grauen gestreiften Chinohose und beige-weiße Schuhe von Zara kombiniert. Zu den Schuhen, das sind ein bisschen klobige Schuhe, aber Stan Smith sehen zu so einer Kombination auch ganz cool aus. Kommen wir zum zweiten T-Shirt. Das zweite T-Shirt ist auch ein Weekday-T-Shirt, hat eigentlich den gleichen Schnitt. Also der einzige Unterschied ist wirklich nur, dass das mit Druck ist. Das ist hier mit so einem Foto von so einem Motorrad. Ich finde allgemein die Farben in dem T-Shirt ganz cool. Von daher, ich mag allgemein einen relativ simplen Druck, da ich eh den Fit mag. Von daher passt das perfekt. Die Farben auf dem T-Shirt finde ich auch ganz cool. Die passen auch gut zu den kommenden Monaten, zu den Herbstzeit, die jetzt kommt. Das zweite T-Shirt habe ich hier mit einer Baggy Jeans von Weekday kombiniert. Dazu als Schuhe habe ich meine Nike Air Force angezogen. Als Akzent zu den restlichen Basic-Teilen im Outfit habe ich eine braune Bandana dazu genommen, um das Outfit ein bisschen aufzupeppen. Das dritte T-Shirt ist von COS. Es ist ein einfaches schwarzes Tee. Hat auch einen ganz coolen Fit. Das Material ist auch sehr dick. Also ich finde allgemein, dass COS auch echt coole Oversize-Tees macht. Der einzige Unterschied ist zum Beispiel, dass hier der Kragen nicht so hoch ist wie bei den Weekday-T-Shirts. Aber an sich finde ich die echt cool und als Abwechslung zu Weekday-T-Shirt für mich auch, da ich hauptsächlich die Weekday-T-Shirt trage. Aber ich finde das für ein bisschen schickere Outfits echt gut zu kombinieren. Thank you.
Zu dem Cost-T-Shirt habe ich mich für eine elegantere Kombi entschieden, da ich auch allgemein finde, dass Oversize-T-Shirts richtig nice aussehen mit Chino-Hosen. Zu dem restlichen Outfit, die Chino-Hose ist von Zara, so die Schuhe auch. An sich kann man auch mit einem All-Black-Outfit nichts falsch machen. Kommen wir zum vierten und letzten T-Shirt. Das vierte T-Shirt ist ein Vintage-T-Shirt, was ich in Brüssel gekauft habe. Es ist ein Ghana Merch-T-Shirt oder ein Ghana Tour-T-Shirt. Es ist schwarz, Oversize, hat echt einen coolen Druck. Also ich mag die Farben in den Druck, das Gold hier oben auch. Ich feiere allgemein Ghana, auch seine Musik, und deswegen finde ich das echt cool. Ich finde Band-T-Shirts allgemein nice. Es gab eine Zeit lang ja, wo so Guns N' Roses und so, diese ganzen Rock-Band-T-Shirts in waren. Deswegen, ich feiere auch mal so eine Abwechslung, Hip-Hop-related. Von daher, das finde ich echt nice. Und zuletzt zu meinem persönlichen Highlight, das All Black Outfit mit dem Vintage Band T-Shirt, habe ich es hier in Kombination mit einer Baggy Hose und schwarze Kunstlederschuhe getragen. Beide Teile, also die Baggy Hose und die Schuhe, sind von ASOS. Da ich allgemein Fan bin von Nylon-Baggy-Hosen, kommt von mir in nächster Zeit auch noch ein Video dazu. So Leute, wie ihr gemerkt habt, habe ich in dieses Video ein anderes Format benutzt, wo ich die Outfits in unterschiedlichen Locations gedreht habe, um ein bisschen Abwechslung reinzuholen und gleichzeitig auch für jedes Outfit die passende Location zu finden, wo das Outfit auch raussticht. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Vergiss auf jeden Fall nicht, einen Daumen hoch zu hinterlassen, zu abonnieren und mir auch auf Instagram zu folgen. Da werde ich auch in nächster Zeit nochmal die Outfits posten und wir sehen uns beim nächsten Mal.